So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen und zurück zu Throne and Liberty. Wir dürfen endlich einen Blick auf dieses ominöse Gemälde werfen. Das wollen wir doch immer tun. Entferne das Tuch. Aha. Sieht doch eigentlich... Warum kriegt man da jetzt Angst? Leuchtende Farben, schwebende Steine und ein Portal. Oh. This energy. It's from you. Did you look at the painting? Ich würde von seiner Macht angezogen werden. Really? Actually, that's what my dad said. My dad had the power of the star too. Okay. Does that painting attract people with the power of the star? My dad looked at that painting all day. Hm, vielleicht deswegen. Adventurer, try to feel the power of the painting. Something special might happen if you do. Okay. Na dann, entfesseln wir die Macht dieses wunderschönen Bildes. Okay. Stockwerk der Blablabla. Teedits Tomb. Ein geheimer Turm, der auf keiner Karte verzeichnet ist und in den Geschichtsbüchern erwähnt wurde. Diese Abgrundwelt kann nur durch ein Gemälde von Ashen in den Ruinen des Blablabla betreten werden. Okay, gucken wir mal. Wo wir da landen. Der Turm erwacht, wenn du angreifst. Aha. Hat ein bisschen was vom Baldur's Gate hier, das Design auf dem Boden. Ah, eine Fähigkeit, die man wirklich einsetzen muss. Interessant. Oh, nicht, dass ich mich selber vom Rand katapultiere. Was macht das eigentlich? Okay. Kann man die Sachen... Ja, hier drüber, nicht? Er nimmt die nämlich immer auf. Oh, das macht mich richtig fertig. Okay. Ah, vielleicht sollten wir irgendwas mit Nahkampf wieder mit reinnehmen, nicht wahr? Spinnenkönigin. Level 19. Das könnte gerade noch was klappen. Was ist das hier jetzt eigentlich? Das ist der Pfeil Wirbel. Das ist der fesselnde Pfeil. Ja, aber wo ist denn das andere? Da müssen wir nochmal gucken. Da stimmt irgendwas nicht. Erstmal alles als gelesen markiert. Da unten. Wunderbar. Wir haben noch einen Wertepunkt. Gehen wir wieder auf Wahrnehmung. Neuer Titel. Triumphal. Nee. Kundschafter des Schicksals klingt noch ganz gut. Und wo war Waffenset? Hier leuchtet was, aber ich kann nicht irgendwas machen. Inventar herstellen, nee. Verwandlung, nee. Amitoi, nö. Karte. Geheim, Event. Fähigkeit, nicht? Und dann nicht auf die hier, sondern auf die, genau. Und ich will ja den hier. Anstatt den. Wichtig. Okay. Dann kann ich nämlich hier sagen... Ja. Rauf da. Jetzt hat sie mich. Warte, so vielleicht? Ja, damit komme ich raus. Ah, verdammt. Okay, die ist zu stark für uns. Ich kann natürlich auch hier ein bisschen mehr auf Heilen nochmal gehen.
Okay, bei der müssen wir echt ausweichen. Jetzt hat sie uns. Außerhalb des Dungeons wiederbeleben. Das reicht mir. Okay. Es ist faszinierend. Danke, dass du es mir gezeigt hast. That's why Dad was always... never mind. Thanks to you, I solved the mystery. I think I understand now. Thank you. Please come look at my painting anytime if you think it will help. Das werden wir machen, nicht wahr? The painter Ashian had many works depicting the Starlight Observatory ruins, some of which hid a strange power. It pulled those who carried stars in and transported them to a far-off place. Once there, those bearing stars have the opportunity to enhance their abilities. Sehr schön. Ich würde sagen, das war doch schon mal ein Anfang. Nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber schlecht ist auch nicht. So, was ist jetzt hier? Unendlichkeitsrad. Jetzt so viele Sachen auf einmal, nicht wahr? Eieiei. 10 years ago, craftsmen in the employ of the Archaeum Legion secretly visited the resistance soldiers at the observatory, offering a huge reward for aid in stealing gems from the goblins. The soldiers, who were suffering through a famine, were overwhelmed with temptation. All but 3 of them left the camp. While the guards were away, the waiting Archaeum battle platoon readied for the attack. Watch Captain Henson understood the situation all too well. He told the 3 remaining guards to flee, and one of them, Ruffalo, escaped into the woods with his head hung low. Battling against an endless sea of enemies, the 2 remaining guards died horrible deaths. Henson, who lost an eye, rose again each time he fell, sword held high. Just as Henson, gravely wounded, neared his own death, Ruffalo returned. He had not fled at all, but instead brought reinforcements who drove back the enemy forces. Although the bravery of Henson and his men saved many lives, he blamed himself for the death of the soldiers and resigned as watch captain. 10 years later, he still quietly defends the front lines and is admired and respected by the local resistance forces. Aber wussten wir das nicht schon alles? Cicero, Henson's former comrades, performed their duty until the very end. Their honor and perseverance earned them a place deep within the resistance's hearts. Okay, damit haben wir das hier abgeschlossen oder was? Interessant. Das ging jetzt aber schneller als gedacht, nicht wahr? Da hätte ich gedacht, wir müssen noch ein bisschen was erkunden oder herausfinden, aber wow, gut. Aber hier sind ja noch ein paar Punkte. Was ist hier? Luna? Can you hear me? Is anyone there? Ja. You can hear me. Please touch Luna's head. Okay, den Kopf von Luna berühren. Oh, thank goodness. The connection is working. Can you hear me? Ja, ich höre dich. I am a Tain, a wizard. I'm in urgent need of assistance. So I left my distant there to find someone who could help me. Okay, was liegt an? Okay, okay, machen wir. Can you come to the area around the Carmine Forest waypoint? I'll be waiting. Natürlich. Auf zum Wegpunkt. Das sind Aufgaben, die uns gefallen. Kaum sind wir in aus einem Abenteuer, kommen wir schon ins nächste rein, nicht wahr? So, was ist hier noch? Da ist auch noch was. Da können wir wieder ins Gemälde. Oh, hallo! Ja. I saw you driving away those goblins. You were amazing. Ja. Ich denke, dass du mir beim danke, dass du mir beim Verwandeln geholfen hast. It's okay. I wanted to help, but I'm way too clumsy to do something like this. No matter how much I practice, I can't get the moves right. Okay. Now that we've stopped the assault,
I'm thinking of collecting mystic globes. Was ist eine mystische Kugel? Oh, didn't you know? A mystic globe used to be Arcium Legion's treasure box. But then the Steel Credit Union invented a mystic key to open the globe, turning them literally into a lucky box. You might see them if you have a mystic key. The Arcium Legion did their best to hide them. So who knows where you might find them? Okay. Here, I'll give you one of mine. Consider it a token of thanks for preventing the attack. Now, search for Mystic Globe. Okay, Mystic irgendwas. Aha, da oben ist eine zum Beispiel. Das heißt, neue Sammelaufgabe. Jetzt kommt das immer, wenn man da in die Nähe geht. So, wo ist die Kugel? Da. Luck always finds you in unexpected places. It's no different for adventurers. It's clearly your lucky day when you encounter a mystic globe while exploring. Hier ist da auch noch sicher irgendwo einer, oder? Keiner. Guten Tag. Hm? Did you find a mystic globe? Natürlich habe ich das. Wow, how lucky! While you search for mystic globes, you may also find mystic portals. They say these contain even more treasure. So, das brauchen wir. Oh, I should go find one too. Na dann los. The Arcium Legion often relied on mystic globes and mystic portals to move supplies. For the resistance, they have become as valuable as treasure chests. I'm with the contract depot. Welcome. Okay, aber hier sind immer noch keine verfügbar. Ich wollte mal zum Strand, nicht? Mal gucken, wie weit wir kommen. Welches Level haben die da? 21. Okay, Abbruch, Abbruch. Nee, wir bleiben auf der Seite. Und Landung. Sehr schick. Was auch sehr schick sind, die drei mag ich Bewertungen. Er zählt heute wieder nicht richtig. Drei haben wir schon. Und wir stehen kurz vor den 1160 Subscribern. Aber wahrscheinlich haben die zwei Leute, die da sind, schon längst auf Abonnieren geklickt. Vielen Dank. So, hier müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ich weiß gar nicht, ich glaube von Skarabäen kriegen wir das Zeug, was wir brauchen. So, und wo können wir das nochmal sehen? So, Belohnung. Jetzt schon wieder Inventar. Mann, das nervt. Wenn man sieht, dass man das eingesammelt hat, finde ich, müsste das nicht markiert werden. Finale Belohnung einfordern, könnten wir machen. Haben wir hier alles erledigt? Nee, das noch nicht. Die fehlt uns noch. Mystischer Schlüssel oder seltenes Passivfähigkeitswachstumsbuch. 7 Tage Laufzeit. Oh, nee. Sowas will ich nicht haben. Ich nehme lieber das Buch. Ist einfacher. Das mit 7 Tagen Laufzeit ist vielleicht schnell gemacht, nicht? Aber jetzt habe ich auch 4 Tage nicht gespielt. Und dann wäre es doof, wenn dann irgendwelche Sachen ja, verfallen, nicht? Da ist noch ein Buch. Seht ihr? Gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Weil hier hinten hat man nicht ordentlich geguckt.
Da an dem Felsen waren wir relativ ausgiebig. Das war alles gut. So, jetzt gucken wir nochmal. Wo war denn das? Oh, wir haben schon wieder ja Inventar. Ich weiß, ich habe gerade was angeklickt. Codex. Ah, Mann. Ich habe hier so eine kleine Fliege, die mich wieder nervt. Fieses kleine Ding. Und hier ist noch die, also eine Aufgabe offen. Die müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. Sammlung hier, Bücher. Da haben wir ein paar gesammelt. Wo sind sie? 17 von 32, schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Was will er uns da? Wahrscheinlich... Wir haben einen neuen Titel. Widerstandsnachfolger. Okay, brauchen wir nicht. Verwandlung, Herstellen, Lithografie. Das Ding brauchen wir. Wir suchen jetzt das. Zauberstabs-Lehrling-Dinger. Ich will die einfach nur haben, nicht weil ich sie brauche. Verschlagener Goblin-Viehdieb. Goldroggenfelder. Okay. Und das Ding? Wespe. So, Goldroggenfelder. Und da sind wir nämlich. Das heißt, wir müssen eher Richtung Norden von hier. Ich dachte, wir mussten noch was bei den Krabbenkäfern fangen. Das hier bei der Windmühle, das Buch, das hatten wir. Oh, obwohl. Warte mal, wir waren bei den Windmühlen. Vielleicht liegt hier noch was. Nee. Da ist aber noch ein Buch. Perfekt. In der Ecke hatten wir gar keine Aufgabe, außer die Alraunen sammeln. Deswegen war ich hier kaum. Haben noch kein Dev-Ding heute gefunden. Oder Entwickler-Hinweis. Sehr schade. Was ist das? Ist das so eine komische Kugel? Er springt ja gar nicht und dann springt er 8 Kilometer weit. So. Nee, seltenes Stallon-Erz, Truhe der Wiederherstellungsmünzen. Okay. Wo ist die Truhe? Brathonigapfel. Spiegelei. Grillpilze. Okay, das erhöht noch ein paar Sachen. Das ist dann natürlich gut für den, wenn man... Ah, okay. Und das stackt als Essen und dann kann ich es essen. Wenn wir in den Dungeon gehen oder sowas, ist das relevant. So, aber wo ist jetzt die Truhe? Ich hatte doch irgendeine Truhe gefunden. Truhe. Stellarief. Bambusstangelrute. Okay. Okay. Vielleicht öffnet er die automatisch. Wahrscheinlich werde ich irgendwann herausfinden, wo es ist und mich dann ärgern, dass ich es nicht gesehen habe. Aber man muss auch sagen, es gibt echt zu viele Menüs, nicht wahr? Es war alles ganz nett, aber jedes Menü fühlt sich an, als ob es einfach reingesetzt wurde und nicht wirklich mit dem Rest zusammenspielt, nicht? Also, alles ist so... Das hat man ganz oft, das war bei Frostpunk genauso vom Gefühl her. Man hat 5 Entwicklerteams, der eine macht das, der andere macht das und am Ende werden die nur zusammengesteckt und ein Button ermöglicht es, da reinzugehen. Aber eigentlich ist es eine eigene komplette Software, die dahinter läuft, wenn man so will. Und das finde ich irgendwie, das fühlt sich nicht so homogen an. Früher haben die Sachen irgendwie mehr zusammengewirkt. So, die Wespen. Aber das ist, glaube ich, bei allen Spielen, die von größeren Teams entwickelt werden, heutzutage ein Problem.
Bei Manor-Lords war das zum Beispiel nicht so das Gefühl, ne? Scarabeus, da ist noch eine Wespe. Ich frage mich nur, was das für eine Drop-Chance hat. Da ist noch Wespen. Ich kann mal gucken, ob das dabei stand. Zack, weg. Na, komm. Da können wir noch aufgehen. Vielleicht haben das nur die hier. Nee. Hier nicht gerade ein Buch oder irgendwas gesehen? Ne, dann war es nur ein Schimmer von meinen Attacken. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Lithografiebuch. Da. Ne, das war von den Goblins. Das kriegen wir noch. Das hier war von dem Wespen. Hier. Meister der Flucht, Honig, Protein, versteinerter Langbogen, Ritualhandschuhe. Wir brauchen die Ritualhandschuhe von denen. Okay, und Dropshanks? Gibt's nicht. Gibt's nur im Bestarium. So. Schade, hier steht halt keine Dropshanks, nicht? Das wäre cool, wenn da steht Wahrscheinlichkeit 1%, 2%. Ich würde das eine gerne mal vollkriegen, nicht? Gerade hier so ein einfaches. Wäre cool, um zu verstehen, was es überhaupt einem gibt oder ermöglicht. Ich finde, da müsste es so das erste for free geben. Damit man dann herausfindet, ah, so funktioniert das. Vielleicht gab es sogar eins und man hat es nicht verstanden. Das kann auch sein. Honig. Da sind noch Wespen. Sehr schön. Sehr gut. Aber droppt doch jetzt mal was. Nix. Wirklich. Ich mag die Felder eigentlich ganz gerne. Kann doch nicht sein, dass sie so eine schlechte Drop-Chance für so ein schlechtes Item haben. Da muss man noch irgendwas aktivieren dazu. Ja.
Macht er uns hier einfach an. Wir sollen doch später werden. Wow, den Bogen. Wenn man wirklich höherwertige Sachen sucht, da liegt noch ein Buch. Guck mal, gut, dass wir rumgelaufen sind. Die Felder sind nämlich größer, als man denkt. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Dann sind wir jetzt hier. Drop doch was. Die gönnen so gar nicht. Mann. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zurück zur Stadt und nehmen auf dem Weg die Wespen mit. Ist es das? Nee. Was war das? Honig. Warum eine Wespe auch Honig fallen lässt, ist auch sehr interessant, nicht wahr? Warte mal, die beiden kriegen wir doch. Zack. Sehr schön. Okay. Ah, die machen trotzdem noch Fettschaden. Obwohl die so, ja, sag ich mal, easy sind, nicht? Die sind Level 1. Ja, es soll nicht sein, glaube ich. Da ist noch eine. Nix. Was wäre es jetzt gewesen, wenn die allerletzte uns was gegeben hätte? Also offline. Oh. Nee. Na gut. Aber wir sind ja noch gar nicht da. Aber hier oben? Waren wir hier oben? Waren wir hier? Erinnert ihr euch? Ach, da war das Ding. Ja, hier waren wir. Okay. Aber hier konnte man nichts machen. Hier sind irgendwelche Gildenkämpfe oder so. So, gib uns den Stab. Ne, was brauchen wir? Handschuhe, nicht wahr? Gib uns die Handschuhe. Hände hoch. Tja, ich würde sagen, ich versuche hier noch ein bisschen das zu sammeln und wir sehen uns in der Stadt wieder. Bis zur nächsten Folge.